Hallo zusammen, frohes Neues wünsche ich euch erstmal und ich wollte euch kurz ein Update zum OLED-Display geben. Dafür schalte ich jetzt erstmal den Pi ein. Schon mal die Änderungen vorher aufgeführt. Das eine ist, dass wir einen Fortschrittsbalken haben, wenn denn möglich. Wo das nicht möglich ist, ist zum Beispiel bei Streams aus dem Internet. Dann haben wir ja ein paar neue Symbole drin, die wollte ich zeigen. Und was auch noch neu ist, ist, dass der Pi ja beim Ausschalten praktisch ein Shutdown-Symbol anzeigt. Also hier mal das erste. Jetzt ist die Box bereit, kann per RFID praktisch Karten einlesen. Ich mache das Ganze weiterhin über die Web-Oberfläche, deshalb nicht wundern. Ich gehe jetzt drauf auf die Phonybox und spiele jetzt als allererstes mal wie gehabt Benjamin Blümchen. Sound, das werdet ihr nicht hören, ist ganz runtergedreht. Der erste Aufruf dauert bei mir immer irre lange. Ich weiß nicht warum, ob das alle so haben. Da muss ich auch noch mal gucken, woran es liegt. Ja, abspielen tut er gerade nichts. Ah, doch, jetzt kommt's. Das kennt ihr ja schon und oben seht ihr direkt den Balken, der voranläuft. Beim 49 Sekunden langen Stück geht das natürlich entsprechend schneller. Was ebenso jetzt sichtbar ist, dass das Scrollen der längeren Texte vorhanden ist. Möchte ich gerne noch ein bisschen optimieren. Weil es mir A lieber wäre, dass ich die genaue Breite der Buchstaben dafür nutze. Aktuell nehme ich da so einen Mittelwert und das führt auch manchmal dazu, dass ein bisschen weiter gescrollt wird als notwendig. Aber es funktioniert schon mal. Gescrollt wird immer nach der Systemzeit. Da rechne ich mit Modulo praktisch alles, was durch 5 teilbar ist und keinen Rest ergibt. Das heißt, alle 5 Sekunden wird gescrollt. Ich hatte es vorher auch so, dass pixelweise gescrollt wird, aber das fand ich zu unruhig. Jo, dann mache ich jetzt mal Kira-K an, damit wir auch einen Stream haben, damit wir sehen, wie das dann da oben aussieht. So, und da wird die ganze Zeit einfach voll angezeigt. Auch bei Kiraka, also eigentlich bei allen Streams, ist das Weiterscrollen des Textes mit eingebaut. Problematisch kann es sein, dass manchmal die MPC-Abfrage so lange dauert, dass dann halt das Scrollen nicht funktioniert. So, und das, was viele gewünscht haben, zeige ich jetzt mal. Und zwar, wenn man den Shutdown ausführt. Ich drücke jetzt einmal der Vollständigkeit halber Pause, damit man auch noch sieht, wie das aussieht. Gut. So, wenn ich jetzt Shutdown drücke oder die Karte oder was auch immer vorhalte, so sieht es dann aus. Das ist in dem Moment, wo der Python-Prozess praktisch gesagt bekommt, wir machen Shutdown, du wirst jetzt beendet. Habe ich noch eine Chance, eine letzte Aktion durchzuführen? Die letzte Aktion ist, dass ich das Image lade, für eine Sekunde anzeige und dann wird der Prozess unter die Füße weggezogen. Trotz dass der Prozess unter die Füße weggezogen wird, das Image wird weiterhin dauerhaft angezeigt, so lange, bis ich den Strom ziehe. Das System ist jetzt auch schon längst runtergefahren. Das ist praktisch das Display, was die Einstellung gespeichert hat. Finde ich auch ganz schön an der Stelle.
Zack. Und dann machen wir wieder aus. Was noch in Planung ist, ist praktisch, wenn WLAN verbunden ist, dass man ein WLAN-Symbol anzeigt. Das Ganze war auch nochmal für Bluetooth angefragt. Da denke ich nochmal drüber nach, weil das wird ja meiner Meinung nach eher so eine seltenere Lösung werden. Aber vielleicht habt ihr noch ein paar tolle Ideen. So, ich hoffe, es gefällt euch. Falls ja, würde ich mich auch über einen Daumen hoch freuen. Und ja, bleibt am Ball.